Guten Abend zusammen. Ich möchte heute mal euch mal ein Ausrüstungsteil vorstellen, was heute mal nichts mit Gebüschklapp zu tun hat, sondern hier heute geht es mal wieder um das Thema Astronomie und zwar mit der Beobachtungspraxis. Wer sich mal ein Teleskop anschafft, kommt irgendwann mal in Verlegenheit, seine Ausrüstungsgegenstände, die er sich zugekauft hat, sowie Okulare, Filter und so weiter, eben unterzubringen. Also baut man sich so eine Art Okularkoffer, möchte ich es mal nennen, wo man so seine ganzen Kleinteile unterbringt. Wie der aussieht, das ist jedem selbst überlassen, wie er ihn ausstattet, genauso. Ich möchte euch nur anhand meines Beispiels, sprich mein Okulare, zeigen, was ich so da drin habe. Ob ihr das genauso macht oder euch das eigentlich anders einrichtet, das ist natürlich jedem selbst überlassen, weil er muss mit diesem Gerät arbeiten und kein anderer. Ich hoffe nur, das ist so eine Art Anregung oder als Beispiel, was da drin sein könnte, was drin sein vielleicht muss. Wie gesagt, das ist jedem selbst überlassen. Aber wie gesagt, ich möchte euch das Ding mal vorstellen, womit ich dann arbeite, wenn ich beobachte. Wie gesagt, das ist jetzt mein Okularkoffer, wo ich meine Filter oder so aufbewahre. Den habe ich mir besorgt aus dem Baumarkt. Das ist also ein Werkzeugkoffer gewesen. Und gut, ich habe mich dafür zweckgefremdet. Ob ihr euch das gleiche macht oder ob euch ein baut aus Holz oder sonstigen Teil, zum Beispiel ein Freund von mir hat aus einem alten Werkzeugkasten so ein Ding zusammengebaut. Ja, das ist von jedem selber abhängig und wie er halt handwerklich begabt ist. Es gibt Leute, die sind es halt nicht so, da kommt man sich was Vorgefertigtes. Es gibt natürlich auch im Fachhandel vorgefertigte Koffer. Kostet natürlich auch dementsprechend. Habe ich noch nicht eingesehen, dass ich einen Haufen Geld dafür bezahle. Sondern dass es etwas günstiger auf dem Markt gibt. Ja, und dann würde ich mal sagen, schauen wir doch mal, wie es von innen drin aussieht. Und so sieht es innen drin aus. Das ist natürlich blöd. Der Inhalt ist leider einfach schwarz. Deshalb kann man vielleicht vom Kamerascheck erkennen, aber ich werde das gleich mal einzeln rausräumen. Aber so sieht er voll gepackt aus. Viel Okulare, viel Kleinkram, Kabel, die ich jetzt momentan drin habe. Aber wie gesagt, ich räume mir von den Fächern einzeln aus. Und da kann man vielleicht auch ein bisschen besser sehen. Hier habe ich jetzt mal meine Okulare aufgereiht. Ich habe sie jetzt nicht nach Größe sortiert. Normalerweise sind sie jetzt im Koffer nach den einzelnen Vergrößerungen sortiert. Weil, ihr dürft nicht vergessen, ihr seid draußen im Dunkeln. Das Licht, was ihr habt, ist äußerst schwach, meist das Rotlicht. Das heißt, ihr müsst teilweise auch blind in den Koffer greifen und wissen, ach, da liegt das und das Okular. Das ist das, was ihr auch angewöhnen sollte. Das so zu packen, dass ich immer abends, nachts weiß, was habe ich gerade an der Hand. Wie gesagt, hier habe ich jetzt zwei verschiedene Sorten. Einmal die 1,25 Okulare, das sind die kleinen. Und die 2 Zoll Okulare. Ja, was kann man zum Thema Okulare sagen? Es gibt verschiedene Sorten. Natürlich auch dementsprechend im Preis. Das hat was mit der Anordnung der Linsen innerhalb des Okulars zu tun. Und es gibt verschiedene, wie gesagt, verschiedene Bauformen. Und natürlich dementsprechend ist natürlich auch der Preis. Die 2 Zoll sind teurer als die 1,25, ist klar. Aber auch wieder hier abhängig, was ich hier von der Art von Okulare habe. Könnte ich jetzt genau erklären, möchte ich es aber auch nicht, weil das ist schon ein Thema für sich. Da habe ich schon mal einen Vortrag von einer Dreiviertelstunde gehalten für das Ding. Und selbst da habe ich das Thema nur grob angerissen. Ist vielleicht mal ein Filmchen für sich wert, aber darauf will ich jetzt auch nicht so großartig eingehen. Was ist beim Okularen zu beachten? Achtet darauf, dass sie so eine Staubschutzkarte haben,
mit dem Auge oder mit dem Augenfett nicht direkt auf das Glas kommt. Denn dieses, sag ich mal, Outfit ist sehr aggressiv und kann die Linsen auf Dauer beschädigen. Also auch hier ist Putzen angesagt. Irgendwann, wenn schlecht Wetter ist, nehmt euch einen Lappen und macht ihr fein sauber. Ja, mal kurz zu den Großen nochmal. Wie gesagt, die haben verschiedene Längen. Upp, bin ich denn da? Diese Okulare haben verschiedene Längen. Das hat was mit den Abstand hier zu tun. Die Hülsen sind fast gleich, die kann man sogar abschrauben. Mache ich jetzt nicht ganz. Und da steht natürlich was drauf. Das zum Beispiel ist ein 30 mm Plössel Okular. Wie gesagt, das hat was mit der Bauform zu tun. 30 mm bedauert, das zeigt mir die Vergrößerung an. Das heißt nicht 30-fach, weil das ist abhängig von einem Teleskop. Als Beispiel, mein Teleskop hat eine Brennweite von 2 Meter. Das heißt, das sind 2000 mm. Der Linsendurchmesser sind 30. Wenn ich also diese 30 durch 2000 teile, umgekehrt, 2000 durch die 30, dann habe ich die ungefähre Vergrößerung. Einfaches Beispiel, ich habe hier ein 40 mm Okular. 2000 durch 40 ist eine 50, so eine 50-fache Vergrößerung, so Faustregel. Das heißt, jedes Objekt, was ich mir angucke, wird 50 mal vergrößert. So, dann habe ich gesagt 30er, 25, 26, 10er, 20er, 9er habe ich auch hier. Das ist ein 13er. Wo ist das 9er? Oder? Das ist ein 12er. Ist das auch egal. Hier ist es. Das heißt, damit kann ich immer stark vergrößern. Man sollte sich jetzt aber nicht irre machen lassen davon. Zum einen, je kleiner, umso mehr Vergrößerung, desto mehr kann ich sehen. Das ist von Objekt zu Objekt unterschiedlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese kleinen, so wie 10, 9 und so weiter, benutze ich äußerst selten. Meistens bewegt sich mein Arbeitsbereich so in 20, 26, 40, 30. Weil, wie es schon mal verheißt, weniger ist manchmal mehr. Man kann mehr erkennen, der Kontrast ist besser, weil man darf einzig vergessen, alles was vergrößere, das heißt aber auch atmosphärische Störung, Wind, was am Teleskop wackelt, wird mit vergrößert. Deshalb sind so Großvergrößerungen gar nicht mal so optimal. Dann ist es vielleicht mal besser runterzuschalten und mit anstatt mit einem 9er, mit einem 25er zu arbeiten oder mit einem 40er sogar, je nachdem, was man euch beobachten möchte. Es gibt manche, die sind im großen Gesichtsfeld besser zu beobachten als im kleinen Gesichtsfeld. Beispielsweise die Plejaden. Die sind teilweise im Fernglas besser zu sehen, als wenn ich im Teleskop die habe, weil da sehe ich nur einen Ausschnitt. Gut, das sind die 2 Zoll Okular, hier habe ich einen 40 mm. Und hier habe ich nochmal einen 28 mm. Die benutze ich meistens, um erstmal mein Teleskop einzustellen, das mit anzugucken, bevor ich dann ins Detail gehe. 2 Zoll bedeutet, wie gesagt, wird meistens immer so gerechnet, kommt aus der Vergangenheit, diese Okulargröße. Ich brauche also Okular aus, wo ich das so rein, was ich da reinpasst. Das hat nicht jedes Teleskop, deshalb müsst ihr gucken, was für ein Teleskop habe ich. Ich habe hier zum Beispiel so einen Adapter, der wird hinten an mein Teleskop angeschraubt. Hier kommt noch so ein Ring rein. Hier. Da kann ich auch die kleinen benutzen. Hier bestimmte Winkel. Das zum Beispiel ist ein 45 Grad Winkelprisma. Das gibt es auch nochmal in 90, so wie das hier. Also, das
hat auch was mit der Einblicköffnung zu tun, wie ich reingucken kann. Ja, das zu dem Thema Okulare erstmal. Ja, ihr müsst euch da nicht so viele zulegen, das hängt oft, das kommt automatisch. Und wie gesagt, die Haut, mit dem ich arbeite, ist vielleicht ein Drittel davon. Den Rest hat man einfach. Das nächste, was man sich so zulegt, sind Filter. Die habe ich mal ausgelegt. Die haben bestimmte Funktionen. Hier zum Beispiel das sind Farbfilter. Das heißt, ich kann hier bestimmte Objekte mit beobachten, hauptsächlich Planeten, und kann mit diesen Farbfiltern bestimmte Konturen hervorheben und andere wegblenden. Die gibt es in allen Farben: Rot, Grün, Blau, etwas heller, etwas dunkler, je nachdem, was ich da gerade machen möchte. Ich habe jetzt hier nur ein paar davon. Dann habe ich hier zum Beispiel einen Infrarotfilter, also Infrarotsperrfilter, das heißt, der holt mir die Infrarotstrahlung raus, blockt die ab. Das heißt, ich habe noch wieder ein ganz anderes Sehvermögen. Hier haben wir für den Mond. Hier ist nochmal ein UV-R-Block. Okay, ja, steht aber das gleiche im Prinzip, aber das andere Qualität, ich mach mal auf. Ein O3-Filter, sprich, und ein UAC-Filter, zum Beispiel hier zur Kontrastvergrößerung im Prinzip. Das heißt, wenn ich von außen Schaulicht bekomme, kann ich mir so einen Filter, das sollte wegblenden. Wieder ein O3-Filter, das heißt, wird eine bestimmte Wellenlänge mit angesprochen, die ich beobachten kann von einem Objekt. Und habe so ein ganz anderes Sehvermögen. Muss man sich am Anfang nicht dafür zulegen, das kommt dann so mit der Zeit. Wenn jetzt einer auf die Idee kommt, wie teuer ist denn sowas? Ja gut, man kann es teuer machen, man muss es nicht. So ein Filter kostet ja also viel, die kosten glaube ich dann nicht 20 Euro. Aber noch D-Mark-Preis, also das ist nicht so das Bild, ist nicht so das Bild. Also manche Messer, die sich mal so zulegen, sind in meinen Augen wesentlich teurer. Aber ja gut, wenn man das Hobby betreibt, ist wie bei anderen Hobbys. Immer kommt man doch schon an gewissen Grenzen, beziehungsweise man kauft sich das, man kauft sich das. Und wenn einer einen guten Schlosser kauft, ist auch mal schon mit 200 Euro dabei. Das hält sich jetzt noch nicht. Aber wie gesagt, am Anfang muss man das nicht machen. So, wie gesagt, das sind dann die Filter, die ich mal so zulegen könnte. Und kommt natürlich auch da rein. Und auch da sollte man so ein bisschen das passieren, dass man im Dunkel da zugreifen kann. Tja, dann habe ich so ein bisschen Kleinkram hier drin. Erstmal das Wichtigste ist eine Beobachterlampe. Die rote. Damit ich auf Karten gucken kann, was will ich gerade beobachten. Warum Rotlicht? Es ist jedem klar, wenn ich ein helles Licht gucke, dann ziehe ich meine Pupillen zusammen. Das heißt, ich kann relativ wenig sehen. Bei Rotlicht wird dieser Effekt sehr, sehr verringert. Auch bei Nachtbeleuchtung, da ist das mit rotem Licht gearbeitet. Man sieht zum Beispiel Film, U-Booten, wenn wir rotlich umschalten, um halt die Dunkeladaption des Auges besser hervorzuheben. Das heißt, die Film bleiben trotzdem noch weit, ich kann noch was erkennen. Sobald ich helles Licht anmache, ist das zerstört. Die Augen ziehen sich zusammen und es dauert eine ganze Weile, bis sich die Pupillen wieder geöffnet haben. Deshalb mit Rotlicht. Das habe ich nochmal gleich als Kopflampe. Das habe ich ganz einfach gemacht. Ich habe ein Rot-L genommen und Schicht für Schicht drauf aufgetragen, so dass ich da auch Rotlicht für den Kopf habe. Es gibt extra auch Lampen zu kaufen dafür, die kosten die auch dementsprechend. Wie gesagt, man muss das nicht teuer machen. Für die Fotografie habe ich noch eine Webcam hier, das sind etwas ältere, von Philips. Die hat sich in der Astro-Szene als optimal hervorgetan, um kleine Filme zu drehen, und zwar hauptsächlich um Planeten. Welche Webcams nutzt man meistens, als um Planetenfotografie zu machen? Wie funktioniert das? Ich brauche natürlich einen Computer, klar, logisch. Wird hinten am Teleskop angeschlossen.
und ich drehe im Prinzip einen Film. Sagen wir mal, ich gucke Jupiter an. Jetzt drehe ich einen Film von 2, 3, 4 Minuten Länge, je nachdem, wie ich das haben möchte. So, mit Hilfe eines Computerprogramms. Auch da gibt es verschiedene Arten. Wenn diese Bilder auf, wie soll ich sagen, aufgesplittet in einzelne Szenen, einzelne Bilder. Und dieses Programm berechnet im Prinzip, sucht sich die besten raus und baut daraus ein fertiges Bild zusammen. Ist klar, je mehr Bilder ich habe, desto besser kann die Qualität werden. Ich sage kann. Trotzdem ist hier bei der Bildbearbeitung noch viel zu tun. Also es ist nicht einfach so, ich habe hier ein super tolles Bild. Nein, das ist nicht. Aber es bringt mich schon mal in dieser Richtung. Und da gibt es zum Beispiel als Programm Giotto, nennt sich das. Werde ich euch auch einblenden. Das ist eine Freeway, die kann man sich runterladen und kann ich dafür nutzen. Wie gesagt, diese einzelnen Bilder, so wie gesagt, da suchen sie die besten raus und die werden dann aufaddiert, aufeinandergelegt. Und daraus sollte ich halt jetzt dieses gute Bild hervortun. Aber wie gesagt, muss nicht unbedingt mal passen. Astrofotografie ist an. Aber das ist eine der schwierigsten Arten der Fotografie, die es gibt auf der Welt. Aber es ist schon mal, wie gesagt, man kann es hier bleiben beim Mond und so weiter. Das ist optimal. Aber ich habe das schon etwas ältere. Und tut ihren Zweck. Das gehört mir zur Astrofotografie. Das ist ein Schnelladapter dazu. Das, hier ist ein Fadenkreuz drin, wo ich ein bestimmtes Objekt einstellen kann. Für eine Nachführung. Und das wäre darüber die ganz wichtig. Ich muss das Objekt nachführen. Sonst verschwindet es auch beim Teleskop. Und ich habe da nur einen Strich drin. Und kein Punkt oder Objekt. Das benutze ich dafür. Das kommt dann zum Beispiel hier vorne rein, hier oben rein. Und ich muss mal durchgucken, passt das noch, passt das nicht, muss ich das korrigieren. Dafür ist das da. Aber das Thema Astrofotografie ist auch wieder ein Thema für sich. Sehr kompliziert manchmal. Und auch sehr arbeitsintensiv. Trotz der heutigen Technik, gerade digitalen Kameras, die haben da sehr vorwärts gebracht. Wenn ich mir manche Bilder angucke, da brauchen wir uns den Profis nicht zu verstecken. Ja, was haben wir noch? Jetzt noch einen Kompass. Auch sie dafür, um das Teleskop einzunorden. Ja, dann habe ich hier noch auch einen Kleinkram drin, mein altes GPS-Gerät, was ich schon mal auf eine Wanderung mit hatte. Aber wie gesagt, das Problem ist halt immer, wenn ich im Wald war, war die Verbindung weg. Für die Astronomie, um meine Koordinaten festzustellen, reicht das vollkommen aus. Ein bisschen Reinigungsflüssigkeit für die Kameras, für die Okulare. Das nennt sich eine Balo-Linse. Das heißt, ich kann ich nochmal extra vergrößern. Ich kann die Brennweite nochmal ein bisschen erhöhen und nochmal eine bestimmte Vergrößerung erreichen. Das ist schon ein festes. Das sind zweifach Vergrößerungen mit drin. Ich habe sogar nur eins, wo ist es? Hier. Das ist sogar dreifach. Benutze aber relativ schnell, gebe ich ehrlich zu. Stift zum Schreiben, hauptsächlich natürlich ein Bleistift. Warum? Klar, draußen Papier, Feuchtigkeit. Man hat ja auch, ist das mal so, wo ist es? Ich sage mal, mein Beobachtungsbuch, wo ich dann meine Beobachtungen drin notiere. Hier zum Beispiel mal Sonne. Da ist ein Bleistift natürlich wesentlich besser. Also Buchstabe. Der funktioniert auch bei Minustemperaturen. Ja, was haben wir noch hier? Batterien. Solche Blocks für die Lampe, Mikrozellen. Hier ist noch ein bisschen Kleinkram, Schrauben. Der hier drin, da kann ich suchen. Das ist ganz wichtig. Das ist eine Wasserwaage. Die benutze ich, um das Stativ, wo mein Teleskop drauf ist, gerade zu stellen. Je besser ich das gerade stelle, desto besser siehst du die Beobachtung. Und auch die Nachführung. Das kostet nicht viel, auf dem Baumarkt drauflegen und dann die Plattform, wo das Teleskop drauf ist, möglichst gut austarieren. Hier nochmal Bleistift, ein kleines. Hier so
hauptsächlich Bumskrams drin. Tuch zum Putzen. Hier ist auch nochmal ähnlich so eine Art Wasserwaage, die kann ich im Teleskop reinpacken, da kann ich es auch nochmal gerade stellen. Und hier so ein bisschen ein Kompass drin, um das Teleskop einzuordnen. Das hat wieder was mit der Fotografie zu tun. Hier kann zum Beispiel ein Okular rein. Schraube ich dann hinter dem Teleskop dran. Packe hier meine Kamera dran mit einer von diesen T-Stücken. Die schraube ich hier drauf. Und das andere ist auf die Kamera, wird auf der Kamera gepackt. Und ich rede hier jetzt von einer Spiegelreflexkamera. Nicht die normalen Kompaktkameras. So, was habe ich noch hier dran? Ja, hier ist nochmal eine kleine Spielzeugwasserwaage. Das gab es mal als Geschenk bei der ATT, sprich der Astronomischen Tausch- und Trödeltreff. Das gab es mit dazu, das habe ich hier reingepackt. Kann man noch drauf. Jo. Und, man mag es nicht glauben, ich habe sogar ein kleines Taschenmesser drin. Werbegeschenk. Jo, das ist mein Inhalt des Koffers. Wie gesagt, das variiert, manche haben was anderes noch drin. Für mich reicht das erstmal. Dann ist wie bei den EDCs. Da fliegt manches wieder raus, das kommt man anders wieder rein. Gut, habe ich das jetzt auch hier drin. Bisschen Klebeband, bisschen. Normal ist das was für zum Mauern. Das kann ich für die Astrofotografie benutzen, um ein Objekt scharf zu stellen. Kleiner Trick, den meiner gezeigt hat. Gesagt, hier ist nochmal ein Adapter für die Webcam. Schrauben. Ersatzschrauben, die man vielleicht mal brauchen kann. Also ein kleines Ersatzanlager sollte man eben mit drin haben. Gerade was Schrauben angeht. Und auch hier muss man wieder aufpassen, was habe ich hier für Schrauben drin. Denn viele Teleskope arbeiten nicht mit metrischen Gewinde, sondern mit Zollgewinde. Darum, wer sich sowas zulegt, sollte sich dementsprechend auch vielleicht so kleine Schlüsselsatz zulegen und darauf achten, was er da hat. Entweder metrischen Satz oder ein Zollsatz. Den habe ich jetzt nicht hier drin, habe ich jetzt unten in meiner Werkstatt. Aber meistens, wenn wir unterwegs sind, habe ich mit eingepackt. Jo, das war so die kleine Vorstellung, was in meinem Okularkoffer so drin ist. Wenn ihr Fragen habt, ich bin für alle Kommentare offen. Ich weiß für den einen oder anderen vielleicht nicht so ganz interessant. Aber das ist halt, wie ich so schön sage, das EDC des Amateurastronoms, wenn er auf Beobachtung geht. Und ich kann euch sagen, das ist so ein Bruchteil von dem. Ich kenne Leute, die haben eine Ausrüstung oder haben noch Teile mit dabei. Und ja. Ich bin da schon etwas kompakter. Andere haben hier nicht mehr. Wie gesagt, wenn Fragen dazu sind, meldet euch. Das ist ein anderes Thema. Wie gesagt, die Okulare ist noch Thema für sich. Genauso wie Filter. Wenn Interesse besteht, kann ich gerne mal da Filter machen und euch was darüber erzählen. Ja, und das soll es damit auch gewesen sein. Ja, dann wünsche ich uns und in Zukunft klare Nächte. Und könnt ihr auch immer wieder Aktionen sehen. Das ist dann immer ein bisschen schwierig, weil meine Filmkamera ist leider nicht nachtsichtfähig. Das heißt, wenn sie meist auf Bilder beschränken. Ja, leider. Um mir extra eine Nachtsichtkamera zu kaufen, da hadere ich noch mit mir. Vielleicht gibt es noch andere Möglichkeiten. Wenn einer einen Tipp hat, wie gesagt, meldet euch bitte. Gut, wie gesagt, ich wünsche euch klaren Himmel. Ich hoffe, euch hat auch interessiert. So, und dann ist es schon immer heiß. Und hier ist frei. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht wieder mal das Thema Buschkraft. Ich habe da noch eine Axt und ein Messer, was ich euch noch vorstellen möchte. Jetzt Praxistest. Ich hoffe, vielleicht wird das Wetter ja morgen ganz gut. Und dann wollen wir mal weitersehen. Also bis dahin. Ciao, euer Thomas.